Hallo, hier ist Kay von Cancuna Coaching. Herzlich willkommen. Sei gegrüßt zu deinem Rücken-Workout, mit dem wir auch gleich beginnen, nämlich im Stand, im aufrechten Stand, hüftbreit, richtest du dich auf, nimmst die Arme nach vorne und ziehst dann die Ellenbogen nach hinten, dass die Schulterblätter schön zusammengehen und wieder in die Länge nach vorne. Halte deine Schultern tief, nach hinten und nach vorne. Letztes Mal hältst deine Arme vorne. Und dann hebst du die Arme im Wechsel nach oben an und immer wieder zurück auf Schulterhöhe. Letztes Mal und dann mit beiden Armen. Hoch und runter. Und immer wenn du hoch gehst, achtest du darauf, dass die Schultern schön tief bleiben. Viermal. Und ein letztes Mal. Oben bleiben, nimmst die Arme ein bisschen weiter, ziehst jetzt mit dem Ellenbogen nach unten und wieder hoch. Hier arbeiten wieder die Schultern. Zweimal. Jawohl. Senkst die Arme nach unten, lockerst dich ein bisschen auf. Wir gehen auf die Matte in den Vierfüßlerstand. Nimmst deine Knie unter die Hüfte, die Handgelenke unter die Schultern. Und jetzt hebst du den rechten Arm und das linke Bein auf eine Linie an. Zurück und dann links und rechts. Stabile Körpermitte, ruhig und gleichmäßig atmen. Letztes Mal. Läufst du mit den Händen nach vorne, gehst in Bauchlage, streckst die Arme lang nach vorne und hebst nun die Arme im Wechsel gestreckt. Und in dieser Position ist eine aktivierte Körpermitte, dein Blick geht schön nach unten, kein Knick im Nacken. Letztes Mal. Ablegen, Handflächen auf die Matte. Beine schön lang, hebst du beide Arme leicht an und ziehst nun mit den Ellenbogen nach hinten, so wie vorhin im Stand. Und wieder nach vorne. Letztes Mal. Dann ablegen, Daumen wieder nach oben, achte auf deine Schultern, dass die schön tief sind. Und jetzt hebst du die Beine im Wechsel gestreckt an.
Hüftknochen auf der Matte halten. Das Mal. Du legst ab, du schließt die Beine, dann hebst du die Beine leicht an und dann öffnest du sie und wieder schließen. Die Beine und das Becken etwas lockern. Dann gehen wir wieder zurück zu den Armen. Schön lang strecken. Hebst du beide Arme nach oben an. Senken, auftippen und wieder heben. Schön langsam, konzentriert. Ablegen, Beine wieder schön lang, die sind hüftbreit geöffnet und dann beide Beine heben und senken mit aktivierter Körpermitte. Das Mal. Du legst ab und schließt die Beine. Handflächen auf die Matte, schließt die Arme, sodass die Daumen sich berühren. Hebst du die Beine leicht und die Arme leicht und jetzt öffnest du Arme und Beine zur Seite. Und wieder schließen. Von oben siehst du aus wie ein großes X. Ablegen, die Hände unter die Stirn, das Becken lockern, tief atmen, die Beine wieder schön lang strecken, Nabel nach innen ziehen und jetzt hebst du Arme und Oberkörper leicht an. Und das hältst du einfach nur. Und dann rechten Arm nach vorne aufklappen, zurück und linken Arm aufklappen. Rechts, links. Ablegen, Becken wieder lockern, tief atmen. Und dann setzt du die Hände unter die Schultern. Hebst deine linke Hand an, gehst über vorne, nach rechts zum Ellbogen, aufsetzen, rechts heben, über vorne, nach links zum Ellbogen.
Hier wieder schön die Spannung halten. Letztes Mal. Und dann setzt du deine Ellenbogen unter die Schultern auf. Setzt die Füße auf. Fersen nach hinten wegdrücken. Nabel nach oben ziehen. Hebst du den Körper an in das tiefe Brett. Position halten und atmen. Spürst du jetzt, dass du das einfach nicht schaffst, dann kannst du ein Knie aufsetzen. Von mir aus auch beide. Kurze Pause, aber dann langsam wieder in die Position reingehen. Was ich nicht möchte, ist, dass du das Becken plumpsen lässt, weil du nicht mehr kannst. Weil das wirklich für die Lendenwirbelsäule, für den unteren Rücken nicht gut ist. So, rechts aufsetzen, links aufsetzen, rechte und linke Hand. Wieder zurück in den Vierfüßler. Alles schön lang. Gibst die rechte Hand an, schiebst sie unter den Körper hindurch nach links, gehst tief und kommst zurück. Dann links nach rechts, tief und zurück. Letztes Mal. Und dann setzt du deine Füße nacheinander nach hinten. Auch hier die Fersen nach hinten drücken, Nabel nach oben ziehen. Jetzt sind wir im hohen Brett und halten auf diese Position. Und auch hier natürlich, wenn du nicht mehr kannst, setzt du ein Knie auf, gerne auf beide, und gehst dann wieder in die Position hinein. Rechts aufsetzen, links aufsetzen, mit den Knien nach vorne gehen. Streck deine Beine lang nach vorne, öffne die Hüfte breit, Füße schön flex, Oberkörper aufrichten, Arme lang nach vorne. Du atmest ein und mit der Ausatmung schiebst du die Finger, die Schultern und den Kopf nach vorne, den Bauch nach innen. Und dann richtest du dich langsam wieder auf. Und dann wieder in diese C-Kurve. Rücken einrunden und wieder aufrichten. Senkst du die Arme nach unten, schließt die Beine, Füße sind point. Auch hier Oberkörper wieder schön aufrecht. Streck die Arme lang zur Seite aus und dann drehst du dich nach rechts, schaust der Hand hinterher, Mitte, und du drehst dich nach links und zur Mitte. Und du achtest darauf, dass deine Zehen auf gleicher Höhe bleiben. Aber wenn die sich nämlich mitbewegen, dann bewegst du dein Becken mit. Und das wollen wir nicht, wir wollen eine reine Oberkörperrotation. Ein letztes Mal pro Seite. Und dann senkst du die Arme nach unten und hast das Rückenworkout geschafft. Bis bald. Ciao.